Ja, hallo, ein weiterer Webcast. Ich möchte heute mal zeigen, wie man seinen Code ein bisschen von diesen Infrastruktur-Concerns wie beispielsweise Logging und Exception Handling ein bisschen frei bekommt und sich wieder auf das Wesentliche, quasi die Business-Anforderungen konzentrieren kann. Es soll gar nicht so tiefgehend sein, sondern nur mal zeigen, wie wir bei uns das bisher so gelöst haben. Wir arbeiten mit PostSharp als Framework für aspektorientierte Programmierung und mit Smart Inspect zum Loggen. So, PostSharp gibt es über NuGet, das habe ich hier schon in diesem Projekt installiert. Und Smart Inspect gibt es nur zum Runterladen, ist auch kostenpflichtig. Uns besonders hat uns gefallen, dass es einen eigenen Viewer mitbringt. Also hier zum Beispiel so eine Konsole, die man auch, also die Konsole kann man auch bei den Clients installieren. Die ist also kostenfrei, portabel, auch verfügbar. Und nur zum Entwickeln braucht man dann eben, Entschuldigung, eine Lizenz. Ja, ich habe eigentlich auch schon ein NuGet-Package eingereicht. Dann hat mich der Entwickler gebeten, es zurückzunehmen. Ich habe ihn daraufhin mehrfach schon angesprochen, ob da mal eine NuGet-Version folgt. Aber leider kommen da bisher recht wenig. Es ist angedacht, aber irgendwie entwickelt sich es nicht weiter. Also das ist doch eine Kritik, die ich jetzt äußern möchte. Gut, fangen wir mal an. Das Beispiel, das habe ich in einem anderen Webcast schon hergenommen, wie man das vielleicht von der Architektur her modellieren kann. Uns geht es aber primär darum zu schauen, wie kriegen wir Exception Handling, Logging und vielleicht auch ein paar andere Dinge raus aus unserem eigentlichen Produktivcode. Ja, wir arbeiten wie gesagt mit Aspekten. Ich habe hier einfach mal Aspects und habe da, Entschuldigung, diverse Aspekte ein, die wir auch verwenden. Das Tracing-Attribut. Sieht man hier, Tracing Attribute. Das ist übrigens auch eine Namenskonvention, die, glaube ich, von Microsoft so vorgegeben wurde. Das Attribute wird dann am Schluss, wenn man es einbindet, gar nicht angezeigt. Also sprich, das ist entfernt. Das ist einfach die Namenskonvention. Und zwar haben wir hier für, wenn man in eine Methode reinläuft oder aus einer Methode rausgeht, dann wird in unserem Logging was ausgegeben. Dieses SI Auto Main Enter Method und SI Auto Main Leave Method. Das ist jetzt eben wieder unser Smart Inspect Framework. Und der Aspekt ist eben mit PostSharp realisiert, dass man daran sieht, wir leiten hier von PostSharp Aspects ab bei unserem Tracing Attribute. Wir geben hier noch bestimmte Sachen an wie Serializable, das muss man einfach machen für Aspekte. Dann um welche Rolle es sich bei dem Aspekt handelt, in unserem Fall Tracing. Und dann noch diverse Reihenfolge, welcher Aspekt nun zuerst ausgeführt werden muss, wenn man mehrere Aspekte hat. Ist also nichts Großes. Hier mache ich nichts anderes wie noch ein bisschen Formatierung. Und hier kommt dann eben das Logging rein. So, das war das eine Attribut. Dann möchte ich vielleicht noch unser Exception Handling Attribute zeigen. Hier leiten wir dann eben von On Exception Aspect ab. Hier loggen wir einfach den Fehler aus. Und zwar greift dieser Aspekt immer dann, wenn es sich um eine Ausnahme handelt, die nicht abgefangen wurde. Da kann man also auch die komplette Exception hier mit an unser Framework übergeben. Man sieht es hier schon, das Logging Framework bietet dedizierte Methoden für vielerlei Objekte, die man rausloggen will. Ich zeige es mal ganz kurz. Hier. Also Log Message, Metafile, JPEG, Long, Exception, Error, Enumerable, Data Table, Dataset. Also hier gibt es wirklich so gut wie für jeden Datentyp was, wo man dann rausschmeißen kann. Selbst Bitmap-Dateien, das kann doch einiges vereinfachen. Wenn man beispielsweise mit Webservice arbeitet, die Bilddaten verarbeiten und so, dann kann man sich da immer den Zwischenstand der Bilddatei rausgeben und so weiter und so fort. Also hier ist man sehr, das ist ein sehr mächtiges Framework. Natürlich ist es sehr speziell eine Abstraktion, damit man die locker austauschen könnte, wäre hier totaler Schwachsinn, weil dann greift man im Prinzip, tut man quasi die ganzen Vorteile, die einem das Framework mitbringt, verlieren, weil es macht keinen Sinn, eine Abstraktion zu schreiben, die all diese Methoden kapselt über ein Interface, weil es andere Frameworks gar nicht bieten. Ja, also wenn man sich hier drauf einlässt, dann muss man halt wirklich doch hardcodiert damit arbeiten, aber dadurch, dass wir mit Aspekte arbeiten, haben wir es ja auch schon wieder großteils draußen aus dem eigentlichen Code. Dann gibt es hier was Interessantes von PostSharp. Was kann man machen, wenn so eine Exception auftritt, die nicht abgefangen wurde? Da kann man dann das Flow Behavior setzen.
Und Continue, wenn man beispielsweise danach weitermachen will, weil es in irgendeiner Berechnung ist, wo das jetzt nicht großartig juckt. Rethrow, Throw, Return und so weiter und so fort. Also hier gibt es einiges, was man machen kann. Bei uns ist das jetzt eben dieses globale Exception Handling, wo dann die Exception dann auch schmeißt und abgebrochen wird. Da kann man, wie gesagt, noch diverse weitere Attribute dann definieren, je nach Kontext, wo man gerade Exception Handling bräuchte. Ich zeige vielleicht noch ganz kurz, wir haben natürlich auch Notify Property Change Attribute. Das macht echt vieles einfacher. Den fertigen Code hat PostSharp selbst, glaube ich, veröffentlicht. Wir haben den leicht für uns angepasst. Das kann man sich dann eben machen, wie man lustig ist. Funktioniert einwandfrei. Also wir setzen das jetzt schon seit Monaten erfolgreich bei unseren MVVM-Geschichten ein. Ein Performance-Attribute habe ich jetzt einfach mal hier noch dazu gebastelt. Und zwar hält es... Ach, meine Shortcuts sind leider zerschossen. Und zwar hält es sich lokal eine statische Liste, weil wenn man dieses Attribut auf Methoden oder Klassen oder was auch immer setzt, dann wird eben immer wieder eine neue Instanz dieser Klasse erzeugt. Und wir möchten ja quasi über den Anwendungsverlauf hinweg oder das dedizierte Szenario, wo Performance gemessen werden soll, möchte man das ja kontinuierlich messen. Und ich halte es in der statischen Liste und losgerechnet wird, sobald da in die Methode eingetreten wird und sobald sie austritt, wird die Zeit gestoppt und dann wird es eben weggespeichert und pro einen Ausgang gebe ich dann auch das mal kurz in unserem Logger hier aus. Das sehen wir jetzt dann, dass man sieht, welche Methode denn jetzt gerade so lange gerechnet hat. Ja, das war es eigentlich mal. Gut, eine Kleinigkeit könnt ihr noch zeigen. Ich habe gesehen, ein Kollege, das habe ich mir selber auch noch gar nicht angeschaut, hat sich ein Attribut geschrieben, welches, das sieht man hier in dem Kommentar, dass er Properties auf interne Konstanten mappt. Und da hat er einfach eine Konvention eingeführt, dass dass die Konstante genauso heißt wie das Property, nur mit allowed davor. Ja, da hat er sich das eben gebastelt. Also da gibt es wirklich viele Einsatzszenarien, wofür man das verwenden kann. Ich hoffe, ich habe das jetzt auch richtig geschildert, was er hier macht. Ich habe mir das nicht groß angeschaut, ich wollte nur mal zeigen, dass man es das an vielen Stellen nutzen kann. Also um zum Beispiel auch so automatisches Mapping zu machen und so weiter. Wenn man da auf Konventionen basiert, kann man das alles schön in so einen Aspekt auslagern und muss dann nicht jedes Mal den ganzen Klumbatsch nochmal schreiben. So, gehen wir mal kurz in das Programm. Ich habe mal... Man muss natürlich das Logging Framework laden. Bei uns ist das im ERP-System in der Bootstrapping-Phase dabei. Ist relativ trivial. Man muss eine Config-Datei übergeben an das Logging Framework, die dann eben sagt, wie gelockt wird, wohin gelockt wird und so weiter und so fort. Da stehen viele Sachen so möglich, zur Auswahl. Ich logge jetzt lokal. Man könnte auch über TCP loggen und so weiter und so fort. Man kann auch eigene Logger schreiben. Das habe ich allerdings noch nicht gemacht. Man kann es auch ohne Datei konfigurieren, wenn ich das richtig im Kopf habe. Im Code, ja, müsste auch gehen, genau. Haben wir jetzt allerdings nicht gemacht. Ja, also das sind die Möglichkeiten. Gut, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe einmal das Exception Handling über unsere Activities drüber gemacht. Und auch dieses Performance Attribute. Also ihr seht hier jetzt, ist das Attribute im Namen empfallen, was eben, wie in der Einführung erwähnt, darauf basiert, dass Attribute einfach per Namenskonvention beim Anlegen drinstehen muss, aber dann, wenn man es verwendet, eben nicht mehr gebraucht wird. Und ja, jetzt schauen wir uns das mal an, wie das Programm läuft. Ich starte das mal. Also wir sehen hier, unser Log ist leer. Ich mache das vielleicht mal hier nach rechts und das hier machen wir nach links. Jetzt lassen wir das Ganze laufen. Und so. Also Logging aktiviert, das war ein Bootstrapping. Wir sehen also, unser Logger funktioniert. Jetzt greift schon unser Performance Attribut. Ich schaue mal ganz kurz, wo ich das noch drin habe. Augenblick. Okay, ist nur in dieser Klasse. Das heißt, wir haben hier drei Aufrufe. Das erste ist hier, das sieht man jetzt wahrscheinlich schlecht im Webcast, das Validate. Weil wir im Konstruktor in dieses Validate reinlaufen. Dann ist der Konstruktor beendet, beides 0 Millisekunden. Wir haben hier zwei Messwerte bisher, Durchschnittszeit natürlich dann auch 0 Millisekunden.
Und als drittes laufen wir noch in Get Availability Activities. Das heißt, hier wird auf die Property zugegriffen. Selbst Properties werden also über dieses Attribut auch mitgelockt. Man könnte das Attribut jetzt auch nur über einzelne Methoden schreiben. Ich habe es einfach über die ganze Klasse. Man kann übrigens auch für Attribute sagen, die sind nur auf Methodenebene zulässig oder die sind nur auf Klassenebene zulässig und so weiter und so fort. Gibt es auch schon fertige Webcasts und Post-ups selber, wo die das Ganze erläutern. So, jetzt gehen wir in das Programm rein. Jetzt, Entschuldigung, mache ich mal einen Level-Filter, weil in dem Level habe ich ein Thread Sleep eingebaut. Und dann werden wir sehen, dass wir hier, jetzt sieht man hier, es ist hier Verzögerung von 5 Sekunden und nach den 5 Sekunden rennt es weiter. So. Und jetzt wäre ja die typische Anforderung bei dem Performance-Tracking quasi, wie wird meine Performance runtergezogen oder wo wird meine Performance runtergezogen? Und jetzt haben wir hier, sehen wir das hier schön, 5 Sekunden, also hier in meinem Apply-Filter, das dauert doch deutlich länger. Entschuldigung. Ich gebe, wie gesagt, jedes Mal, nachdem durch eine Methode durchgelaufen wurde, aus, was war die längste Laufzeit aller Methoden, die gemessen wurden, was war die durchschnittliche Laufzeit aller Methoden, die gemessen wurden, was war die aktuelle Laufzeit und dann nochmal in Listform alle Methoden mit ihrer jeweiligen Laufzeit sortiert von groß nach niedrig. Aber wie gesagt, das war jetzt ist ein relativ trivialer Aspekt, wo nicht viel Code beinhaltet. Da wäre vieles denkbar. Ja. Und am Schluss dann ist eben das Programm zu Ende, da kommt noch die letzte Aktion mit hinzu. Ja, so haben wir das hier gelockt. Dann zeige ich vielleicht mal ganz kurz das Locking jetzt, wenn es durch die Methoden läuft, also sprich Tracing. Ich mache mal hier das Performance-Attribut weg und mache hier Tracing rein. Jetzt lassen wir das ganze Programm nochmal laufen. Ich lösche mal ganz kurz den Logbildschirm. So. Wähle Filter 2, 2, und dann habe ich auch hier in meiner Konsole dieses Entry Leaf, das kann man hier im Symbol erkennen, das geht quasi rein, raus. Und das Tolle ist, das wird halt geschachtelt, sodass man hier genau sieht, okay, hier unten endet die Methode von da oben. Entschuldigung. Und jetzt könnte man, wenn man das zum Beispiel auf allen Klassen definiert, damit man später im Prinzip eine Ablaufverfolgung hat, welche Methoden aufgerufen werden. Also wir sind da auch dann schon drauf gestoßen, dass Methoden aufgerufen wurden, von denen wir gar nicht zu diesem Zeitpunkt damit gerechnet haben. Man kann aber auch, wenn das nämlich überhand nimmt, weil dieses rein-rausgehen, das ist recht häufig der Fall natürlich in Programmcode und das macht das Ganze unübersichtlich. Jetzt kann man hier in der Edit View, man kann sich eben Views zusammenstellen, was überhaupt vom Logger angezeigt werden soll, bestimmte Tiefen oder nur bestimmte Log Entries, zum Beispiel wenn ein Bild gelockt wird. Und ich mache jetzt einfach mal dieses Hide Method Enter Leaf raus und dann sieht man dann nicht nur noch die erste Nachricht da. Das war also das. Man könnte jetzt auch nur Exceptions locken, das sehen wir jetzt auch gleich. Ich mache jetzt einfach mal eine den Code so, dass er einen Fehler, unbehandelten Fehler schmeißt. Und zwar machen wir doch mal hier das Validate raus und machen Activities ist gleich null. Dann müsste es einen Fehler schmeißen. Ich lösche noch mal unseren Logger hier. Mach vielleicht auch dieses Enter, hoppla, hier wieder raus, dass wir alles sehen. Und dann fangen wir mal an zu loggen. Genau, hier bleiben wir natürlich im Code hängen. Jetzt schauen wir in unseren Logger rein. Und zwar ist hier ein unerwarteter Fehler. Den Call Stack kann man sich meines Wissens auch ausgeben. Augenblick. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich gerade nicht, warum ich das hier nicht finde. Aber das geht auf jeden Fall. Jetzt sehen wir auch hier eine separate View, in der nur die Exceptions gelockt werden, die ich mir erzeugt habe. Wenn man sich das anschaut, ich verstecke hier alles und sage, ich möchte nur Error, Warning oder Fatal Errors gelockt haben. Ja, das soll einfach mal als kleiner Hinweis dazu dienen, wie man eben seinen Code vielleicht ein bisschen freier macht von den ganzen Infrastructure Concerns, die dann das doch unübersichtlich machen.
Also hier gibt es viele Einsatzszenarien. Caching wäre beispielsweise auch denkbar, dass unsere Activities-Liste, ich beende das Ganze mal kurz, unsere Activities-Liste intern die Activities speichern, nicht beispielsweise, wenn es von der Datenbank käme, nicht jedes Mal das von der Datenbank abfragen muss, sondern sagen wir mal für 2 Minuten einfach bei sich lokal cached wäre auch denkbar, dann setzt man ein Caching-Attribut drüber. Also da gibt es wirklich viele Einsatzszenarien. Ich werde auch noch einen kleinen Blog-Eintrag über Smart Inspect schreiben mit Vor- und Nachteilen. Auf jeden Fall lohnt es sich, das Ganze mal anzuschauen. Wie gesagt, die Weiterentwicklung ist meines Erachtens inzwischen zum Erliegen gekommen. Allerdings möchte ich dazu kein offizielles Statement geben. Da muss man dann den Autor ansprechen, was er plant, wieder neue Features zu implementieren, wann aber eine neue Version rauskommen soll. Ja, wenn ihr mehr davon hören wollt, einfach Feedback geben, dann kann ich noch mehr dazu zusammenstellen.